Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest wieder zur Ruhe kommen lassen, anzunehmen bei Orphus von Kamagua im heulenden Fjord an dieser Position. Diese Quest hatte mehrere Vorquests, die haben sich in diesem Gebiet hier abgespielt. Ich weiß sie jetzt nicht mehr alle auswendig. Also solltet ihr nach dieser Quest suchen, einfach in dem gezeigten Gebiet questen. Und nun darf man verschiedene Items an ihre Position zurücklegen. Ich zeige euch, wo das ist. Und eventuell zeige ich euch, was für einen Fehler man eventuell machen kann, damit es nicht funktioniert. Also, wenn ihr dort seid und euch wundert, dass es nicht klappt, vielleicht kenne ich den Fehler. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Das Video sollte euch aber auch helfen in VOTLK Classic. Ihr seht, ich fliege in der Nähe des Bodens. So könnt ihr den Weg nachverfolgen. Sollte euch helfen, denke ich mal. Und mal schauen. So, ihr habt die Quest angenommen. Kämpft euch hier durch. Eventuell ist noch dieser Mob gedet. Und jetzt könnt ihr nichts machen. Nichts. Nun, ihr habt beim Annehmen der Quest diesen Beutel mitbekommen. Bündel mit Vehikul-Artefakten. Den müsst ihr benutzen. Dadurch öffnet ihr ihn und bekommt dann die Items, die man für die Quest benötigt. Beziehungsweise dadurch platziert ihr es. Seht ihr, der Haufen hatte kein Zahnrad oder so, sondern man muss dieses Bündel mit Vehikul-Artefakten nutzen. So, jetzt muss ich nachdenken. Muss man ganz in die Nähe von den Artefakten sein, um damit es klappt? Ich glaube, diesen Bündel kann man auch in die Leisten tun und von da aus benutzen. Jawohl. Ich habe mich vorhin falsch ausgedrückt, mit dem Beutel öffnen. Meinte natürlich, dass man ihn da einfach benutzen muss. Hier war es die Feder da unten, genau. Auch einfach Beutel benutzen an dieser Position. Mache jetzt nicht bei jeder Position die Map auf. Ihr seht ja, wohin ich laufe. Und dann noch die letzte. So. Mal schauen, ob man ganz nahe muss. Wo man hier. Ich benutze es einfach hier. Benötigt Quabhügel des Vehikul. Okay, Vehikul. Ich dachte, da steht noch was dahinter. Also man muss hier hin. Hier kann man das Item benutzen. So. Erledigt. Quest ist bereit zur Abgabe. Ich fliege zum Abgabe-NPC, natürlich in der Nähe des Bodens. Hoffe mal, so kann euch am effektivsten geholfen werden. Fliege über keine Schluchten, über keine Berge, eventuell durch Bäume, aber da könnt ihr ja vorbeilaufen, hoffe ich. So, Weg dauert noch ein bisschen. Wie sieht es überhaupt in meinem Inventar aus? Aha, okay, da ist noch Platz. Da passt noch ein bisschen Müll hinein ins Inventar. Nun sollte es nicht mehr allzu lange dauern, ist klar. Alles, was wir ins Questgebiet geflogen sind, müssen wir zurückfliegen zum Abgeben. Es sei denn, der Abgabe-NPC ist im Questgebiet, aber das ist hier wohl nicht der Fall. So. Quest ist abzugeben bei Orphus von Kamagua im heulenden Fjord an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.